Jo Leute, was geht ab? Flo ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Und zu einer neuen Runde wird Flo heute seinen ersten Sieg mit der Stuck 3 schaffen. In den Hauptrollen die Stuck 3. Was ist das denn hier? Ach, es ist Halloween. Guck mal, hier sind Geister und Schatztruhen und so weiter. Cool. Ich weiß jetzt nicht, was es genau heißt. Ich habe nur gesehen, wenn ich gewinne, kriege ich mal 3 Gefechtserfahrung. Und das sollte Grund genug sein, um mich heute mal zu konzentrieren. Irgendwie ist auf diesem Panzer so ein kleiner Fluch, den es gilt zu besiegen. Na, schauen wir einfach mal, wie sich das jetzt hier so entwickelt. Sag ich einfach mal. Ja, guck mal, der Gegner wünscht uns schon mal viel Glück. Sowas finde ich ja immer sehr nett. So. Was ist denn das für eine Karte? Tundra. Wo verstecke ich mich denn? Irgendwo da oben im Gebüsch. Oder da hochfahre ich, glaube ich mal. Naja, das mache ich. Ich weiß zwar nicht, ob ich dann von da oben gescheit runterballern kann, aber schauen wir einfach mal. Wäre vorteilhaft. Kann man gar nicht hochfahren. Kann man gar nicht hochfahren. Dann fahre ich mal ein bisschen weiter nach hinten. War doch nicht alles um, Dude. Ist das scheiße hier? Guck mal, da haben wir schon die ersten. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal mein Gott. Das kann nicht sein, warum ich jetzt abpraller ohne Ende. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der war gut. Ich glaube, ich habe ja noch eine ganz gute Stelle erwischt. Wirkungstreffer. Nein, wo fährt der denn hin? Wo geht's denn da so runter? Krass. Boah, da steht schon wieder 0-2 gegen uns, Freunde. Nicht schon wieder so wie in den letzten Gefechten. Ich muss hier bleiben. Hier hätte ich meine Chance. Da kann ich überall nicht drauf bleiben. Oh Gott! Warum habe ich ja kein Reparaturkit? Und wer hat mich da getroffen? Von wo? Los geht's. Ich fahr noch mal ein Stückchen zurück. Uiuiui, die Arti. Muss ich mich jetzt mal verspieseln hier. Können wir mich hier jetzt auch noch sehen? Nee, oder? Das ist jetzt natürlich eine scheiß Posi. Hier kann ich keinen mehr abschießen. Da steht 3-6. Oh nein, nein, nein! Okay, alles gut. Ich fahre mal hier links, versuche mir links hinzufahren. Zu den anderen, die da unten sind. Schnell versuchen rüber zu kommen. Ich schieße jetzt hier keiner ab. Oh, sehr gut. Da steht 6-6. Das haben wir jetzt gut aufgeholt. Hauptsache, die brechen nicht zu unserer Basis durch. Das wäre natürlich scheiße. Jawohl, sehr gut. Oh, von hinten kommt der Marder. Vielleicht soll ich doch den beiden. Wieder von hinten flankieren. Kann ich den vielleicht. Okay, haben sich selber drum gekümmert. Jetzt fahre ich doch wieder vor. Wäre ich mal einfach weitergefahren. Nein, wäre ich weitergefahren. Jetzt können sie mich da vorne gebrauchen. Nein, das ist nicht gut.
Nein. Haben Sie mich gesehen, oder? Verdammte Axt. Oh oh, da kommt einer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kette beschädigt. Komm, komm, komm. Jawohl. Wichtig. Wichtiger Kill. Wichtiger Kill meinerseits. Jawohl, das sieht doch gut aus jetzt mal. Müsste es noch irgendwo eine Art sein. Ich versuche den Type 95 mal von der Seite zu bekommen. Jawohl. Gut. Und die Art kriegen wir auch noch. Das war wahrscheinlich ein One-Shot für die, aber... versuche ich die mal auszuschalten. Da oben ist sie. Die kriegen wir. Ich fahre mal hierher. Freunde, ich rieche mein... Jawohl! Das ist der erste Sieg. Das ist der erste Sieg mit der Stuggi. Und da gibt es direkt mal 3 Punkte. Das freut mich doch außerordentlich. Ah, endlich mal wieder... endlich mal wieder Erfolg hier. 1000 Gefechtserfahrungen direkt. Jawolla! Ja, ich möchte aber überhaupt nicht, habe mich gar nicht so schlecht geschlagen. So, jetzt schieben wir mit dem VK 36, schieben wir nur direkt einen Win hinterher. Auf dem Flugplatz? Flugplatz? Was ist das denn für eine Map? Ist die neu? So Patches und so lese ich mir generell nicht durch. Ah ne, ist nicht neu, den kennt man doch. Ich kann aber meistens mit den Namen der ganzen Karten einfach nichts anfangen. Na gut, aus unserem Team heißt einer Panzerbumser. 1, 2, 3. Jetzt, wir können eigentlich gar nicht mehr verlieren, also... Alter. What the fuck? Panzerbumser. Gut, weiter geht's hier. Ich muss mich konzentrieren. Ich glaube, ich fahre mal Panzerbumser hinterher. Wo ist denn der Dude? Wo ist er denn? Ah, ganz links. Ich glaube, ich fahre mal hinterher. Auf geht's! Er weiß bestimmt, wie das Spiel geht. Und er kommt sogar zu mir. Ich will nicht meinen Panzer bumsen. Das wäre jetzt nicht so schön. Panzerbumser 1, 2, 3. Ja, ne, ich fahre jetzt hier straight. Straight hier so her. Oha. So, die Frage ist, wo fahre ich hier? Oha, da oben ist schon einer. Jo. Klasse. Gut gemacht. Gut gemacht, Flo. Sehr gut. So, da kommt schon der erste wieder runter. Jawohl, schön. Schön sich die Ketten ruiniert. Toller Typ. Ja. 12. Oh, die Ati hat hier mal kurz weggemacht. Guter Schuss. Kann man nicht meckern. So. Kommt raus, ihr Schweine. Der Papa hat Bock auf Frischfleisch. Guck mal. Oh, schöner Schuss. So lobe ich mir das. Ruhe da im Karton. Jawohl. So kann man es auch machen. Kurzer Prozess. So, ich fahre mal hier ein bisschen weiter. Oder was mache ich? Ja, ich fahre mal hier so rum. Dann bin ich ja eigentlich noch ganz safe, würde ich jetzt mal fast behaupten.
ist ja noch hinter, okay. Ich glaube, ich fahre jetzt mal hier hoch und versuche die da von der Seite zu flankieren. Zu filetieren. Aber damit rechnet kein Mensch. Mit diesem geilen Masterplan. Jetzt einfach taktisch vorgehen. So, da kommt nämlich noch einer. Sind wir schon zu zweit hier. Jetzt hier allerdings auf der Dings müssen wir aufpassen. Kommen bestimmt die ganzen Jagdpanzer, die uns abknallen wollen. Wenn wir da jetzt hochfahren, deswegen fahre ich mal erstmal hinter der Mauer her. Wenn ich hier hochkomme. Oh, das. Da knallt es auch unter dem. Guck mal, ist er her. Nein. Was? Wir stehen. Nein. Unser Munitionslager wurde. Nein, ich wollte eigentlich den Motor reparieren. Jetzt habe ich aus Versehen das Dings repariert. Tötet ihn. Okay, er kann auch noch vor das Ding ballern, zum Glück. Boah, Junge, ey. Das ist doch nicht mein Ernst. Das war jetzt wirklich nicht mein Ernst. Mich hat, glaube ich, gerade die Arti getroffen vorhin. Ja, da ist wieder ein Arti-Schuss eingeschlagen. So, Motor und Ketten sind im Arsch. Dann mal viel Spaß, Flo. Aber Hauptsache den Richtschützen reparieren. Komm raus, jawohl. Boah, ey. Oh, den hätte ich auch einfach mal treffen können. Ist gerade jemand eingeschlagen? Ja, ne? Unterstützung für Verbündete habe ich sogar für gekriegt. Das ist echt. Das war wohl ein Arti-Schuss. Das ist echt frech. Wo kommt der Schuss her? Wo kommt der Schuss jetzt her? Eigenen? Na, die Jungs da hinten sind aber ganz gut aufgestellt. Muss ich so feststellen. Also unsere Jungs. Da werde ich mich jetzt erstmal hin zurück verpieseln. Richtung meine Basis. Das ist natürlich nicht so geil. Komm ich da noch hoch? Ne, komm ich nicht. Oder was muss ich tun? Muss ich aufdecken? Oha. Ja, ich bin ja auch mitten auf freiem Feld. Das ist relativ dumm. Aber ich fahr jetzt mal da vorne hin. Boah, guter Schuss, guter Schuss. Jetzt gebe ich ihm den Rest, pass auf. Komm raus, komm raus. Von hinten kommt Panzer. Also meine Positionierung hier ist katastrophal. Ich bin mir dessen auch bewusst. Ich bin mir dessen durchaus bewusst. Aber das ist nun mal so. Im Krieg. Da kann man sich nicht immer positionieren, wie man will. Vor allem nicht mit einem kaputten Motor und kaputten Ketten. Ich bin aber gerade ein bisschen hilflos. Ich fahre mal ihm hinterher hier. Er wird bestimmt einen Plan haben. Wir haben 28 Energie. Ein Schuss und ich bin Panzerfrikassee. Was immer das so ist. Wo sind die Dudes? Kommt raus, ihr Schweine. Da, 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 da. Bam! Da geht er down! Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Aber da musste ich mich mal ganz kurz freuen. Ich habe jetzt nur Angst, dass mich so eine Arti hier abballert. Oh Gottchen, oh Gottchen. Der ging nicht durch. Mhm.
Ja, das war's. Ciao. Einfach mal in so ein Dings gelaufen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Was macht der denn? Achso, der kommt mir nicht treffen, oder was? Na, in den Lauf auf jeden Fall zu gucken und denken und zu wissen, jo, der schießt gleich. Ist nicht so angenehm. Aber das Gefecht können wir noch gewinnen. Also, das ist auf jeden Fall noch möglich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Währenddessen gucken wir uns nochmal schön hier dieses schöne Halloween-Dingsbums an. Wo war denn der Geist? Wo ist der Geist? Kein Geist da. Okay, Freunde. Oha, da fliegt was. Was ist denn das? Ein Totenkopf? Und wieder weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe meinen ersten Sieg auf dem Stuck erreicht. Ich bin ein bisschen stolz. Muss man wirklich schon so sagen. Gefechtserfahrung. Oh, da können wir uns beim nächsten Mal die neuen Ketten holen. Ach komm, hole ich mir jetzt schon. Zack. Einbauen. Ja, sicher. So, und jetzt kommt die dicke Kanone rein. Ja, sicher. So. So spielt man mit Studenten. Okay, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Hat bei mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Wenn euch auch, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Das hilft mir sehr weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt sauber. Bis dann. Ciao, ciao.